So, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das war extrem blöd. Und wir sind zurück bei Destiny. In diesem Video der wöchentliche Strike auf Level Heroisch und dabei sind wieder The Götzler und Torti. Grüßt euch. Servus. Grüßt euch. Hallo. Und Truppführer ist The Götzler. Und übernimmt die Führung und wir folgen ihm bis in den virtuellen Tod. Obwohl tendenziell da ja nur ich in Gefahr bin mit Level 22. Auch das ist nix gesagt. Du hast dich ja gerade eben auch schon gut angestellt im vorherigen Strike. Ja, ich hab halt lange genug hinter den Kisten gestanden. Das hast jetzt du gesagt. Solange sie lebt, wird die Saat von Kotas Zorn diese Welt heimsuchen. Jage sie. Ja, aber macht auf jeden Fall Spaß. Also die 2,5 Monate Pause, die haben echt gut getan. Jetzt haben wir wieder richtig Lust drauf. Das sollten wir auch mal machen, Totti. Ich denke nicht. Also jetzt, McRife, für dich zur Info, das ist jetzt schon ein Strike aus dem neuen DLC. Eine neue Armee der brütet unter der Himmelsacht. Also den hast du noch nie gespielt. Ein Träumchen. Los, Totti, wir warten hier mal auf ihn. Oh, ich bin also gar nicht so weit weg. Oh, ich häng fest. Oh, Hilfe! Hilfe! Ich häng tatsächlich fest. Ja, da kannst du absteigen jetzt dann. Alles klar, bin ich. Bin dabei. Let's do it. Omnigul ist niederträchtig und verzweifelt. Pass auf dein Licht auf. Pass auf dein Licht auf, jawohl. So, wir bleiben jetzt quasi hier in diesem Raum und kümmern uns um die. Hier vorne, ja? In dem Vorraum? Ja. Da, wo wir halt gerade stehen. Oh, ich bin ja jetzt schon fast im Arsch. Eieiei. So unaufmerksam der Junge. Das ist wirklich. Ja, McRife, das ist jetzt diese Fusionswaffe, wo ich gemeint habe, die stärkste aus dem ersten Match. Mhm. Die quasi wie ein Automatikgewehr schießt. Das Ergebnis habe ich gesehen, ja. Die wir alle aber mittlerweile mindestens schon dreimal haben. Angeber. Viermal. Ich habe ja gesagt mindestens, Tolly. Das ist schon eine Unverschämtheit. Das ist ja schon frech. Das aber zum Glück erlaubt halt Bungie ja keinen Waffentausch untereinander, damit jeder dasselbe Destiny-Erlebnis hat. Das ist ja eins meiner Lieblingssätze, ne? Das Destiny-Erlebnis. Ja. Das Gute ist halt, die Lex hat auch noch Feuerschaden, also die rotzt hier richtig rein. Hilfe, ich bin sowas von im Arsch. Ihr habt's auf mich abgesehen. Ich hab doch gesagt, wir bleiben hier drinnen. Warum bist du nicht? Ach so, ja stimmt. Das hattest du gesagt. Stimmt, hatte ich schon wieder vergessen. Ich muss mich ab und zu mal an solche wichtigen taktischen Entscheidungen erinnern. Ich übernehme die linke Tür, da kommt gerade keiner. Schon wieder ouch. Ich spüre quasi den Schmerz. Ich soll ja in dem Raum bleiben, Entschuldigung. Ja, jetzt ist wurscht. Jetzt müssen wir eh weiter, wenn du hier alles einsammeln lässt. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Die Schar hat die Plünderer aufgescheucht. Da kriegst du bei gefallenen Gegnern mehr. Benutzt die gefallenen Klima, das kannst du gleich mal einsetzen. Ah ja, genau, stimmt. Danke für die Erinnerung. Unsichtbare. Die hinter uns sind auch schon wieder da, Charlie. Was ich immer wieder genial vergesse, ist, dass ich ja auch einen Super habe. Den setze ich ja nie ein, ne? Ja, dann sollte man schon denken. Wie aktiviert man den nochmal? L1 und R1. Der Herr. Hier, die kommen von hinten ab und zu mal. Hier nicht rausgehen. Lass mal gucken, über die Schiffe aufpassen, die schießen noch. Kann man aber nicht vom Himmel holen, oder? Die Kanone. Das habe ich aber gerade schon gemacht. Ah. Der Sniper über uns ist auch weg. In Bewegung bleiben, Hüter. Finde Omnigol. Boah, was trifft mich da?
Hinter dir war einer, den hatte ich versucht zu erledigen, aber ich brauche so viel Schüsse. Ich dachte, ich rette dir dein Leben, aber bin kläglich gescheitert. Naja, nun ist er wohl nicht. Und das ist jetzt ein Strike aus dem Download-Content, aber spielt im Endeffekt genau da, wo wir eigentlich im Hauptspiel auch schon gewesen sind, ne? Ja, jetzt kommen wir aber in eine neue Gegend rein. Ah, okay. Also Omnigul ist ja auch aus dem neuen Download-Content. Das ist eine Hexe. Oh, der Götzler ist eingefroren. Ja, das lädt schon wieder. Hier an der Stelle. Ja, das sieht aber stylisch aus. Jetzt ist er verschwunden. Nee. Wir sind jetzt quasi in der offenen Welt. Wo seid ihr? Omniguls einziger Zweck ist, Krotas Rückkehr einzuleiten. Sie hat versagt, doch sie wird nicht aufgeben, bis der Wille ihres Meisters vollbracht wurde. So, McRife, jetzt den schwarzen Wachsgötzen aktivieren. Den schwarzen Wachsgötzen? Oder auch der schwarze. Der schwarze... Läuft bei mir gerade noch. Toll, oder kann ich schon den nächsten aktivieren? Nee, du kannst den nächsten aktivieren. Aber Toddy, dir ging es gerade genauso wie mir, ne? Du wolltest ja auch sagen. Im letzten Moment die Kurve gekriegt. Ich auch. Ich wollte es auch sagen. Ich kann die aber erst aktivieren, wenn der andere abgelaufen ist, ne? Nee. Aktivieren gleich. Du kannst mehr gleichzeitig aktiviert haben. Irgendwie nicht, ne? Doch. Nee, kann ich nicht, glaub mir. Natürlich, ich hab doch auch zwei gleichzeitig laufen. Da steht in Abklingzeit 5 Minuten 13, 5 Minuten 12 und ich kann nichts anderes machen. Dann hat er schon Wachsgötzen aktiviert. Dann hast du ihn schon aktiviert. Na gut. Also, da ist jetzt Omnigul. Omnigul, zerstöre sie! Das ist jetzt aber noch nicht die Endsequenz. Aber ist schon der Endgegner, ja? Jo, aber die verschwindet gleich wieder. Achso. Jetzt müssen wir erstmal die Hexen hinten töten. Erstes down. Vorsicht, Oger! Jo. Natürlich geht jetzt genau mein Controller leer, so wie immer. Oh, schön. Ging halt rein. Scheiße, was wir haben jetzt. Auf den Ogre. So, McRive, wir bleiben jetzt hier in diesem Raum. Ja. Killen erstmal alles von hier draußen. Also die Gegner, die da rechts sind und die da links kommen. Und dann siehst du hier in der Mitte, da ist Omnigul. Und die müssen wir dann bearbeiten. Ja. Alles klar. Und jedes Mal, wenn die schreit, kommen neue Gegnerwellen. Also dann müssen wir wieder zurück. Also erstmal alle Gegner erledigen und dann auf sie drauf, ja? Genau. Gut. Genau jetzt. Was ist sie denn? Ja, ich sehe sie auch nicht so richtig. Jetzt kommen wir das neue Gegner. Gut. Wir müssen auch aufpassen, ab und zu kommen die hier aus dem Gang raus. Ja, ich bin ja auch bescheuert, ne? Ich bin genau in der Schusslinie der Hexe. Aber trotzdem also danke, dass ihr mich hier mit durchschleppt. Ja, natürlich. Wenn du dann mal so weit bist, dass du mit in die Dämmerung strike kannst. Das ist dann quasi genau der gleiche Strike, nur Level 30. Mhm.
und da darfst du nicht sterben. Also wenn alle drei sterben, dann musst du den Strike komplett von neu anfangen, da gibt's keinen Strike. Und die Gegner sind immens stärker. Brauche ich wohl noch ein bisschen Training, ne? So, das schaff ich nicht. Das war extrem blöd. Ich mach mich unsichtbar, ja? Warte. Gut, alles klar, mach du das mal. Ich komm vielleicht mit Mühe und Not hin, aber nicht wieder zurück. Ich mach mal die Ritter da oben. Aber die Gegner in den Strikes und in den Raids, die haben immer einen festen Level. Die passen sich nicht an unsere Stärke an oder so, ne? Nee, du kannst ja den Level auswählen. Okay. Den wöchentlichen, den kannst du maximum auf 30 machen, aber da du es noch so wirklich bist, geht es ja nicht. Jetzt hätten wir den jetzt auf 30 gemacht. Mhm. Jetzt lass die mal runterholen. Na, da sind ja noch die anderen nicht. Alter. Wow, Vorsicht! Wir sind beide unten, ne? Ja. Aber der Tor ist nicht. Vielen Dank. Explodierende. Oh. Komm, viel hat sie denn noch? Jawohl, down. Das war's. Schön alles einfangen. Da kommen noch Haufen Gegner, ne? Die Schar wird dieses Vergehen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Doch du, Hüter, hast ihnen etwas Neues zum Fürchten gegeben. Gut. Ja, alles klar, dann war's das für mich für heute. Cool war's. Sehr cool, ja. Hat dir auf jeden Fall was gebracht. Stimmt. Wenn du jetzt noch einen schönen Gegenstand bekommst im Turm, das schauen wir auf jeden Fall noch nach, dann bist du vielleicht schon 23 oder 24. Seltsame Schau. Münzen. Ja, die kriegst du für den wöchentlichen. Wenn du den auf 30 machst, kriegst du 9 Stück. Ah ja, okay. So, Totti, musst du auch nochmal mit zum Turm? Ja, klar. Alles klar. Hätte ich jetzt ehrlich gedacht nicht erwartet, McGrath, dass wir dich jetzt schon so schnell auf 22 kriegen. Dass das so schnell geht, ne? Hätte ich auch nicht erwartet, aber schön. Ja, jetzt geht's ja nur noch darum, Rüstungsgegenstände zu bekommen, das machen wir schon. Sobald du 24 bist, dann gehen wir einfach mal in den leichten Raid vom Venus. Mhm. Bei Venus. Machen da mal die Lootphasen durch und dann kriegst du da normalerweise schon Ausrüstungsgegenstände mit Lichtlevel, also 30 Punkte. Und jetzt aktuell hast du ja 16 Punkte maximal, glaube ich, auf deiner anderen Rüstung. Kann sein. Also wie wir genau, ab Level 20 helfen nur noch die Lichtpunkte, ne? So war das. Genau. 120 Lichtpunkte brauchst du bis Level 30. Da brauchst du einen exotischen und drei legendäre Ausrüstungsgegenstände. Mhm.